Hey, Promi-Geflüster Backstage hinter den Kulissen. Feuerherz ist mal wieder da. 1, 2, 3, 4 und 4, so heißt das neue Album. Richtig, wir haben so lange an der Arbeit, 4 Jahre an dem Album gearbeitet. Nein, wir sind 4, wir feiern einfach und 4 macht das Album aus. Genau. Wir haben 4 Momente, 4 Sachen reingesteckt und es ist so schön. 4. Und es ist das 4. Album, oder? Es ist das 4. Album. Das offizielle 4. Album. Das offizielle 4. Album, ja, richtig. Genau. Wie ist es dann beim nächsten Album, wenn es 5 sind? Das 5. Album, seid ihr dann zu 5? Ja, dann sind wir zu 5, genau. Also du bist ja jetzt, du stehst ja schon in unserer goldenen Mitte, wenn du möchtest. Ja gut, aber ich kann nicht so gut tanzen wie ihr. Singen vielleicht, müssen wir sehen. Ja, was ist das Besondere wieder? Was habt ihr alles draufgepackt? Alles Mögliche, ganz viele Partyschlager sind drauf und auch 2 Balladen. Also eigentlich so diesen typischen Feuerstil gefahren, aber etwas erwachsener als das letzte Album. Zweideutiger, man kann sich vieles ausmalen. Wir wollten Bilder schaffen mit den Songs und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Prima. Ja, und jetzt natürlich wieder kräftig on Tour. Unsere Fans von Promi-Geflüster, die haben natürlich auch schon immer wieder gefragt, wann kommt Feuerherz mal wieder? Schön, dass ihr jetzt mal wieder hier seid, ne? Ja. Genau. Wo geht's lang überall? Wo seid ihr? Boah, wir sind erstmal jetzt auf der großen Promotour, um das Album 4 zu promoten. Und wir machen jetzt eine Autogrammstunde. Wir sind jetzt durch IBS und sind wir noch bei, wie heißt es nochmal, Fernsehgarten, sind wir auch am Start. Und ja, erstmal dieses schöne Teil promoten. Wir haben sehr lange daran gearbeitet mit 1000 coole Songs. Wir haben auch noch ein Bonus Edition. Das ist der Box und da sind auch noch 4 extra Songs drauf. Es lohnt sich. Kauf. Nein, Spaß. Es ist einfach sicher. Reinschauen auf der Homepage überall, genau. Ich weiß, hier Europa-Park seid ihr auch immer wieder gerne. Man kann natürlich viel Achterbahn fahren und so weiter. Auch die Mütze verlieren. Ich weiß. Mütze und ich habe gestern letztes Jahr meine Sonnenbrille verloren. Also hier lasse ich alles liegen. Besser aufpassen. Ich muss besser aufpassen. Aber hier hast du auch schon wieder irgendwann nochmal meinen Kopf. Hier hast du auch schon wieder randaliert, gerade eben die Klinke in der Hand. Die Klinke hatte ich schon in der Hand. Also ist er so der starke Typ, der macht da, dass er alles rausreißt? Der reißt die Türen aus immer. Hat so viel Power. Alles kaputt. Obwohl ich habe letztens einen Schrank kaputt gemacht. Ja. Gut, ich meine, wenn man auf Tour ist, da kann einiges passieren. Ja, so ganz kurz mal aus dem Nähkästchen, was sind so eure Sachen so? So passiert? Boah, was passiert denn? Ja, wir hatten ja schon ein paar Verletzungen hier, also eigentlich nur hier. Inwiefern? Wir waren bei einer ganz coolen TV-Show im Ausland und dann mussten wir ins Wasser springen. Und okay. Ich habe mach einen Körper und ich weiß nicht, was es genau war. Dann habe ich einen Salto gemacht und ist Arm in der Luft ausgekugelt. Dann habe ich mit Morphin der ganze Show noch gemacht und war so in der Band. Morphin, ich hatte so viel Spritzen bekommen. Der Künstler kennt keinen Schmerz, so soll es sein. Bei euch so ein paar kleine Anekdoten? Verletzt habe ich mich zum Glück noch nie. Gut. Ich habe mir noch nichts gebrochen. Gut, das soll auch so bleiben. So soll es auch bleiben, genau. Wir müssen ja auch viel tanzen. Also wir tanzen auch gleich wieder bei der Show. Okay. Schaltet alle ein. Oder es ist ja wahrscheinlich dann schon gelaufen. Genau. Aber hier, das Album. Es richtig. Lohnt sich auf jeden Fall. 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Okay, und wir kriegen schon wieder Zeichen. Ihr müsst schon langsam auf die Bühne. Ja. Ganz kurz noch als Abschluss. Sommer. Wie verbringt ihr den Sommer noch? Was steht noch an? Wart ihr schon im Urlaub? Nee. Noch nicht, der kommt. Nach dieser Promo. Ja, nee, wir haben echt gerade alle Urlaub gebucht, aber wirklich nur 4-5 Tage. Im Januar nehmen wir uns ein bisschen länger frei. Entschuldigung. Aber wir haben jetzt viele Gigs echt. Also wir sind jedes Wochenende unterwegs. Und dann steht ja auch nächstes Jahr noch die Tour an. Und da wollen wir natürlich uns auch schon drauf vorbereiten. Und dann ein paar Tage Urlaub gönnen wir uns trotzdem. Ja. Sehr gut. Also, euch einen schönen Auftritt. Danke, bis bald. Viel Erfolg mit der CD. Dankeschön. Und dann gerne mal wieder ein bisschen ausführlicher. Länger.